schwierige Entscheidung, eine sehr schwierige Entscheidung. Was? Ja, bitte. Guten Abend, werden wir was anderes machen. Egal. Ich hab die ganze Zeit Capoeira. Ich hab. Da du gerade die Aufnahme mal gestartet hast. Ich hab Capoeira am Ende gerufen, meine Güte. Capoeira, Capoeira. Ja, wird wohl Kalpe sein. Ja, das war. Egal. Auf Seemann. Jetzt, wo du Kalpe draußen hast, muss Seemann ganz dringend weg. Er ist auch. Nein, jetzt kann keiner mehr schlafen. Ja, das war so. Nicht direkt lag, aber. Das war einfach nur prüde Dummheit von dir. Wirklich unwahrscheinlich. Irmgird Capoeira. Endlich. Och, ich kann es nicht rufen. Dreifach kicken und hier. Und? Wenn Mundtier noch Typ normal ist, wie seine Vorgänger. Was es sein muss, weil das nämlich von Norman in Rubin Saphir als Normal-Pokémon in einer Normal-Pokémon-Arena verwendet wurde und ich habe das wie gehasst. Neben Leta King natürlich, weil das einfach auch noch mies war. Mit seinem Power-Punch oder was auch immer der gemacht hat. Aber der war zumindest immer lethargisch und hat nur jederzeit Runde angegriffen. Ein bisschen wie die tolle Fähigkeit von Regigigas. Warum sehe ich? Mhm. Hey, du bist die ersten paar Runden des Kampfes, die einzigen wichtigen Runden, einfach halb so schnell und doppelt so scheiße. Viel Spaß mit deinem tollen legendären Pokémon. Oh. Schade, dass Mundtier anscheinend auch Typ Kampf zu sein scheint als zwei Typ. Wie Blizzard. Verwende das. Das dürfte Mundtier jetzt doch Schaden machen. Dann doch wieder auf See. Ja. Überlebt das hier jetzt überhaupt? Ich glaube irgendwie nicht. Egal, geht denn da hoch? Was ist denn hier? Was? Warum hat Capoeira gehalten und nicht raus? Hat es nicht. Giftet, aber Ziel erreicht. Ackerballon. Das normale Programm macht. Kann das für eigentlich keine richtige Attacke, meine Fresse? Boah, das ist so eine blöde Attacke, finde ich. Vor allem, weil ich immer aus Rubin Saphir dieses tolle passende Geräusch dazu im Kopf habe von Krakelo. Was? Während Rubin Saphir haben die ganzen Krakelos grundsätzlich auf Ruhe eingesetzt. Weil dann immer so ein komisches. Das wir so Geräusche, die nicht nachmachen können. Stell dir so eine Aneinanderreibung zerspringender Gitarrenseiten vor. Okay. Und ich glaube, so klingt das nämlich gar nicht. Weil ich noch keine Gitarrenseiten zerspringen habe hören. Ich? Das Ganze ein bisschen elektronischer. Was tiefer vielleicht. Ich glaube, die zerspringen recht hoch, kann das sein. Keine Ahnung, wie gesagt. Also. Wahrscheinlich ist es ganz anders.
Ich weiß nur, dass dieses Krakelo-mäßige mir auf die Nerven geht. Ja, wo ich die ganze Zeit von Rubin Saphir rede. Wer hätte es gedacht, dass Alpha Omega und Rubin Saphir rauskommt? Ich spreche das grundsätzlich in dieser Reihenfolge aus, weil ich nie genau weiß, welches zu Alpha und welches zu Omega gehört. Weil es mir auch fast egal ist. Alpha Saphir, Omega Rubin. Kann gut sein. Das ist sicher, ja, überhaupt nicht. Bin von mir. Also, ja. Also ist die Abkürzung. Ja? Was? Rosa? Nee. Aber sowas? Nein, also, okay. Stimmt, du hast recht. Hm. Gut, war mir nicht gut. Beste. Manchmal. Ich muss gerade sagen, wenn man sich selbst antworten muss, ist das schon sehr armselig. Ja, die Umgebung. Wenn du vorhast, Fitte auf Kelia einzusetzen, hau ich dich. Nämlich ein Unlicht auf Psycho. Das wohl auf die. War auch nicht auf Psycho stärker? Ach, dieses Unlicht-Psycho-Geist-Dreieck, da kann ich immer nur die Hälfte von, ne? Aha. Genau wie bei Käfer und Gift, das kann ich auch nie. Kannst du. Notisieren, eventuell. Idee. Ich meine, das ist deine Taktik. Nö, ich verändere die Taktik jetzt, weil sie so gut funktioniert hat. Und hoch das Bein, runtergeklappt. Und noch einmal. Wie robotisch sie einfach aussieht, das ist gar nicht grazil, meine Fresse. Nee, ist gar nicht gerade hier meine Fresse, ist sie nicht. Das hast du jetzt gesagt. Naja. Du breit mal Frosch. Eigentlich nicht. Fast so, ne? Das Vieh schläft. Kann die Attacke daneben gehen. Du hast einfach die dörfigsten Pokémon. Ja. Oh mein Gott, das ist ein Target, was sich nicht bewegt. Und der Lauf reicht. Genau. Da sind auch doppelt. Ah, die sind jetzt beide wach. Stimmt, ja. Ich glaube, fast hier er zu brüllen. Kommt drauf an, ob. Ich habe Schlaf, ja, wohl eher, also mache. Habe Schlaf und sowas sage ich öfters, wenn mir einfach die Worte fehlen in letzter Zeit. Keine Ahnung warum. Und beide verfehlen. Nice! Doch mit dem hat so eine Wirkung. Man meint ja, bei Doppelteam ist so unglaublich nutzlos, aber wenn du das hintereinander einsetzt und beide lernen, dann ist deine Trefferrate einfach, also dann die Gegner-Trefferrate so stark reduziert. Kenn ich, wenn ich mit Freunden gespielt habe, immer mal wieder. Ich hatte irgendwie keine Chance mehr, hatte nochmal irgendwie so viel Karte mit Doppelteam da, hätte einfach nicht mehr gewinnen können. Spam einfach Doppelteam und überlebe einfach 5-6 Runden, weil er nicht trifft und raged einfach am Ende rum. Ah, scheiß Doppelteam, ah! Und ich? Doppelteam. Schutzschild, Doppelteam, Schutzschild! Tralala! Who cares? Oh, getroffen. Ich hab mich da einmal.
welche Animation. Hab ich auch nochmal. Schön, jetzt Elektro wäre. Ja. Was ist eigentlich halt mit Sneebel los? Das letzte Mal war das einfach das Retter von Wild und jetzt ist es total dumm und dämlich und komplett daneben. Ah. Du magst keinen Käse. Du magst keinen Käse. Was? War Hypnose. Hasta Biosta. Was hast du gerade gesagt? Oder versucht zu sagen? Käse auf Magikanisch? Nimm es mir jetzt anders, damit Käse gemeint war. Ah. Was kam nach Hasta Biosta immer dann vor, wenn ich Käse rede? Witzig ist einfach, wenn man sich's anhört, ist die, Sprache der Maquis praktisch eine Mischung aus Schwedisch, Holländisch, Deutsch und Englisch. Nein, eigentlich wirklich nur diese Sprachen. Weil du hast teilweise wirklich englische Wörter, die man raushören kann, du hast deutsche Wörter, die man raushören kann. Banana! Man hat eben dieses holländisch-schwedische gehaucht. Vielleicht ist auch Finnisch dabei, aber das ist schwer auseinanderzuhalten für mich. Mesh. Päppchen. Das kleine Mädel. Das kleine Mädel. Damals früher, als man sich noch nicht mit solchen Gestalten rumärgern muss. Welchen Gestalten? Diesen Gestalten, die vor mir stehen. Ah. Du meinst Bodybuilderinnen? Zum Beispiel. Rumblubbern, was auch immer, Viechern, Eiform und Hasen. Was soll das eigentlich darstellen, hinten so am Rand? Das ist auch eine Maus. Wasser? Ah. Du willst das doch eh noch weiter... das Herz aufbrechen. Schön mit einer Brechstange und einem Gordon Freeman dranhängen. Ja, was? Alles gut. Wenn du eine Brechstange hast, ist Gordon Freeman nie weit. Das ist... ja. Ich würde ja eigentlich die ganze Zeit Finte einsetzen können. Wobei es kacke ist. Schon irgendwie, ne? Mal nachdenken. Egal. Ah, oh, ja, das hat lange überlebt. Glaub fast, das verlieren wir noch. Auf wegen absurden Mengen doppelt. Boah, sieht ganz danach aus. Ich hätte noch mal kurz raus, das ist mir. Kannst du das langweilig nicht ansehen? Ja, außer weil ich was nachschauen würde. Achso. Ja, Doppelteam ist schon... also okay.
Ich habe übrigens jetzt genau rausgefunden, wie man die Trefferchance ausrechnet. Ja. Aus Versehen eigentlich nur. Die Prozent in Trefferchance ist die Genauigkeit der Attacke in Prozent mal den Genauigkeitswert des Anwenders durch den Fluchtwert des Ziels. Okay. Unglaublich unwichtig für uns jetzt, aber hey. Ich kann mal sehen. Ach ja, so langsam ist es langweilig. Ist schon immer was mies. Was ist jetzt an? Alle lassen zur Anmeldung. Mal wieder. Sonntag ist mein letzter Hoffnung. Mal schauen, ne? Das kann spaßig werden. Aus dem Japanischen wäre Doppelteam groß übersetzt Schattenteile. Oh. Oder so ganz grob. Was sind so von da? Dafür. Ölschlagversuch. Klingt in Ordnung. Besser als Wasser auf jeden Fall. Und die Attacke. Nee, Ölschlag. Nicht. Was? Ja. Das sagt mir gerade irgendwie vom. Ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich das Wort einfach nicht. Englisch? Ja, das Wort nochmal. Slam. Macht mir gar nichts. Nikon? Macht mir noch weniger. Jugendlicher also, Loser, der ein Kind in die Welt setzt und vor der Verantwortung flieht. Klingt nach mir, klingt mir nach Juno. Hast. Aber trotzdem ein bisschen nicht genügend. Okay. Gut, dann haben wir das erledigt. Ich wollte gerade sagen, ich kann eigentlich lesen, was da dran steht. Warte. An welcher Wand? Der Wand. Da steht Junk Shop, da steht was Japanisches. Auf meiner Seite habe ich es nicht sehen können. Ich kann kein Japanisch. Zumindest nicht flüssig und eigentlich auch nicht nicht flüssig. Ich kann ein, zwei Wörter. Das war's aber auch. Ich würde fast sagen, es reicht. Ja, aber um nochmal kurz die Früchte meiner Suche gerade zu sehen. Das Wort Fluchtwert ist auch ein bisschen blöd übersetzt in dem Fall. Fluchtwert klingt immer so, ja, deine Chance zu fliehen am Ende, ne? Habe ich immer als Kind gedacht, deswegen habe ich es nie gemacht. Fluchtwert ist aber auf dem Englischen einfach schlicht und ergreifend Evasion. Also praktisch die Ausweichrate. Und so macht das wieder Sinn, aber unter Fluchtwert habe ich nie gerafft, was das Sinn macht. Stimmt, so ein Flora hast du auf Level 45 sogar. Das habe ich wiederum nicht. Wieso nehmen wir das nicht mit? Wie dumm sind wir eigentlich? Echt. Gegen die ganzen Pflanzen-Pokémon, Wasser-Pokémon wäre das gar nicht so schlecht gewesen. Wenn ich das wüsste. Du hast ja zwei Eis-Pokémon. Hopp. Ist denn doch kaputt, weil es einfach keinen Schaden drückt. Und auch wieder.
Wer hat da schon einen Schwarzgurt an? Meine Güte. Wenn wir sonst nichts anderes haben, könnten wir... Ah, das Ampharos, das haben wir am Ende gar nicht mehr mitgenommen, ne? Das ist ja auch praktisch gewesen, hochgelevelt. Ansonsten kannst du Flinkklaue und Schattenglas noch verteilen. Schattenglas versteckt Unlicht-Attacken, das kannst du das Nebel in die Hand drücken, aber es findet mehr Spaß. Wenn das Nebel noch nichts hat. Ne, das Nebel hat nichts. Bei mir hat das Nebel, glaube ich, sogar die Flinkklaue, obwohl es an sich eh schon schnell genug ist, also. Pff. Kein Schimmer. Ach, ich kann alles raus. Nee, das ist ein Gamecube-Spiel, da geht das nicht. Haben wir eigentlich noch. Nehmen wir noch auf oder nicht mehr? Nehmen gerade noch auf, hab ich da. Mit wem? Mit Ariadus. Okay. Also, bis auf nächsten Fail. Ja, bye.